Es ist die Geschichte von einem Mann und einer Frau. Wie wunderbar sich zwei Menschen begegnen können. Aber es ist keine alltägliche Liebesgeschichte. Es geht nicht um amoröse Abenteuer, Eifersucht oder gar Erotik. Es geht um die Harmonie im Geiste zweier Menschen, deren Herkunft nicht unterschiedlicher hätte sein können. Max Bruch, der Künstler, und Maria Zanders, die Unternehmerin. Das Denkmal der beiden steht in Bergisch Gladbach, der Stadt, an der das Herz des Komponisten zeitlebens hing. Mit einem eigenen Festival ehrt die Stadt Max Bruch und seine Musik zu dessen 175. Geburtstag. Max Bruch war ja Bergisch Gladbach aufs Engste verbunden. Seine Liebe zur Natur hier im Bergischen und seine Freundschaft zur Familie Zanders, besonders zu Maria Zanders. Und wir fragen uns immer, wie viele Stunden hat er wohl in der Villa Zanders verbracht, mit Maria Zanders gesprochen. Dann ist er zum Igeler Hof gegangen. Wie viel Inspiration hat er auf dem Weg erfahren? Und so sind wir wirklich sehr, sehr glücklich, dass wir jetzt anlässlich seines 175. Geburtstags dieses Festival in Bergisch Gladbach haben. Auf die Musik Max Bruchs stößt der Besucher großer Konzerte nur vereinzelt. Während Zeitgenossen wie Wagner, Mahler, Brahms oder Liszt sich auf heutigen Konzertprogrammen fast regelmäßig wiederfinden, ist Max Bruch dort mit nur einem Werk vertreten, mit seinem ersten Violinkonzert in G-Moll. Ja, allerdings natürlich, das erste Violinkonzert ist überhaupt das gelungenste Werk Bruchs. Das ist vollkommen klar. Auch zu seinen Lebzeiten wurde das Werk höchst begeistert angenommen und bis auch ins 20. Jahrhundert hinaus immer mehr oder minder regelmäßig gespielt. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in den anderen europäischen Ländern. Heute ist die Fachwelt überzeugt, dass er zu Unrecht auf dieses eine Konzert reduziert wird. Umfasst sein Werkverzeichnis doch über 140 Kompositionen. Willkommen im kleinen Sendesaal des Westdeutschen Rundfunks. Max Bruch, ein romantischer Komponist in Deutschland, das ist in der nächsten Stunde unser Thema. Sein Violinkonzert Opus 26 G-Moll wird in aller Welt gespielt. Also ich denke, dass diese Bekanntheit durch ein einziges Werk eine geschichtliche Ungerechtigkeit ist. Und ich muss sagen, ich würde ihm wünschen, dass er nicht in diese Ecke gestellt wird, dass er nicht mit diesem Etikett beklebt wird, ein konservativer, beinahe reaktionärer Klassizist zu sein. Ich denke, er hat es sehr wohl verdient, um auf Ihre Frage einzugehen, dass man auch seine anderen Werke würdigt. Und es gibt da noch sehr viel Interessantes zu entdecken. Köln, Innenstadt. Der Neumarkt ist das Zentrum der heutigen Millionenstadt. Und nur ein paar Schritte von hier entfernt stand das Geburtshaus des Komponisten. Die Tafel mit der Aufschrift Geburtsstätte des rheinischen Tondichters und Sängers Max Bruch ist zwar etwas irreführend, denn Sänger war Max Bruch nie gewesen. Aber was soll's, die Kölner nehmen manches nicht so genau. Im Übrigen, Max Bruch hatte zu seiner Geburtsstadt immer ein angespanntes Verhältnis. Ganz entspannt dagegen war schon für den jungen Künstler sein Verhältnis zum Bergischen Land, gleich östlich von Köln gelegen. Dessen Natur und den Igeler Hof liebte er über alles. Ein Spaziergang zum Igeler Hof, das ist auch heute noch ein Eintauchen in die herrlichste Natur.
Eigentümer des Igeler Hofes wurde später die Industriellenfamilie Zanders. Welch ein Glücksfall für Bruch. Max Bruch ist auf den Igeler Hof gekommen, zu einer Zeit, wo die Familie Zanders noch nicht auf dem Igeler Hof war. Aber er kam dorthin über seine Mutter und eine Freundin von ihr, sodass er schon sehr früh den Igeler Hof liebte und dann feststellte, dass dieses ganze bergische Land wunderschön ist. Und er muss wohl auch in der Zeit als Knabe, er war 19 Jahre, 20 Jahre, dann wohl auch meinen Urgroßvater Karl Richard Zanders kennengelernt haben. Richard Zanders heiratet Maria Johanni und es entsteht eine herzliche Freundschaft zwischen den dreien. Das Unternehmer-Ehepaar ist Max Bruch ebenbürtig hinsichtlich Bildung, Intellektualität und Kunstverständnis. Dann passiert das Schreckliche. Richard Zanders, erst 44 Jahre alt, stirbt an einer Kehlkopferkrankung. Seine Witwe Maria ist gerade mal 31 Jahre alt. Die Freundschaft der beiden setzt sich fort. Um es gleich vorweg zu sagen, es war, soweit ich das aus all den Unterlagen und den vielen Notizen und Briefen entnehmen konnte, zu keiner Zeit eine Liebesbeziehung. Das hätte auch zu beiden überhaupt nicht gepasst. Sie verehrte Bruch und Bruch verehrte Maria Zanders. Und diese gewisse Distanz kann man eigentlich immer spüren, obwohl es eine ganz enge, emotionale und geistig übereinstimmende Harmonie war, die sie eigentlich auch, oder die sie sicherlich bis zum Tode beide pflegten. Die tatkräftige junge Frau baut schon kurz nach dem Tode ihres Mannes diese repräsentative Villa, die sehr bald zum gesellschaftlichen und kulturellen Mittelpunkt der Stadt wird. Und Max Bruch ist hier regelmäßig zu Gast. Auch heute noch werden Konzerte in der Villa Zanders gegeben. So war es auch, als Maria hier wohnte. In Bergisch Gladbach war der besondere Anziehungspunkt eben die Familie Zanders, seine beiden Freunde Maria und Richard Zanders und der Igeler Hof. Igeler Hof, das ist für den national fühlenden Komponisten zugleich der Inbegriff der Heimat. Hier komponiert Bruch, hier bekommt er seine Inspiration. In diesem Zimmer, damals stand hier noch ein Konzertflügel, entsteht gut ein Drittel seiner Werke. Ein Denkmal zu Ehren Max Bruchs entsteht in Bergisch Gladbach auf Initiative einiger Chöre im Jahre 1935. Es gibt ein Zitat von Max Bruch, das an der einen Seite steht. Ne, hier steht es. Hier. Nirgends ist's lieblicher als in der Heimat. Und ich meine mich zu erinnern, dass dieser Satz auch in einem seiner Oratorien vorkommt, im Odysseus. Odysseus was the big one that he wrote. Odysseus war das große Oratorium, das er hier schrieb. Nirgends ist's lieblicher als in der Heimat. Eine wunderbare Melodie. Das ist das Ende des Stücks. I have conducted Odysseus. Ich habe Odysseus dirigiert. Ich habe den Odysseus selbst dirigiert, ein wundervolles Stück, das auf mich sehr gewirkt hat, obwohl die englische Übersetzung schlimm war. Aber wir sangen es auf Deutsch. Odysseus kehrt in die Heimat zurück. Der Begriff Heimat wird dabei verklärt und Bruch schwimmt auf einer Welle des Patriotismus, der typisch ist für das Deutschland nach der Reichsgründung unter Bismarck. Bruch wird berühmt vor allem als Komponist von Oratorien, einer Musikform, die bis dahin der Kirchenmusik vorbehalten war. Es war ja, wie schon Herr Feifeld gesagt hat, seine musikhistorische Leistung, dass er das Oratorium aus dem geistlichen Zusammenhang befreit hat und als Innovation diese weltlichen Stoffe, diese weltlichen Sagenstoffe aus der griechischen Mythologie, aber auch aus der germanischen Mythologie genommen hat. Max Bruchs Oratorien spiegeln Zeitgeschichte.
Sie spiegeln eindeutig Zeitgeschichte. Nehmen Sie den Arminius von 1874. Die Germanen befreien sich von einer Fremdherrschaft, kämpfen gegen eine fremde Macht. Und noch deutlicher ist es vielleicht in dem späteren Oratorium Moses von 1894. Wenige Jahre zuvor war Bismarck entlassen worden. Moses ist für Bruch genauso der große Volksführer, wie es Bismarck für Deutschland war, für das Deutsche Reich. Also die Spiegelung von Zeitgeschichte ist hier perfekt. Wer heute mit offenen Augen durch Bergisch Gladbach geht, findet vielerorts noch Spuren des gesellschaftlichen Engagements der Unternehmerfamilie Zanders. Sei es die Arbeitersiedlung am Gronauer Wald, das Rathaus der Stadt, den Altenberger Domverein, um nur einige zu nennen. Maria Zanders kümmert sich viel um ihre Arbeiterschaft und sieht Kultur als ein wesentliches Element für deren Förderung. Und hier wiederum besaß die Musik einen besonderen Stellenwert. Total überrascht hat sie allerdings Max Bruch, als sie dann plötzlich sagt, ich gründe einen Chor aus einigen ihrer Arbeiter zunächst, Arbeiterinnen, und ist in ihrem Saal herumgegangen, klatschend und den Rhythmus schlagend. Und Max Bruch traute seinen Ohren nicht, als er eines Tages kam und hörte das. Chormusik spielt im ausgehenden 19. Jahrhundert eine große Rolle. Die Mitgliedschaft in einem Gesangsverein war sozial wichtig. Was hätte Max Bruch gedacht, wenn er die Aufführung seiner Lieder in einem modernen Einkaufszentrum miterlebt hätte? Der von Maria Zanders gegründete Chor erhält den Namen Cäcilienchor und entwickelt sich binnen weniger Jahre zu einem der besten Konzertchöre Deutschlands. Die Tradition wird bis heute fortgesetzt. Der Chor probt einmal wöchentlich in der Papierfabrik, die noch den Namen Zanders trägt. Bruch komponiert eigens für den Chor von Maria Zanders. Er weiß um dessen Stärken und Schwächen. Aber der Erfolg ist durchschlagend und dem Duo Max Bruch-Maria Zanders zu verdanken. Und etwas anderes verbindet die beiden. Die konsequente Ablehnung jeglicher moderner Tendenzen in der Musik. Bruch geht in die Geschichte als äußerst konservativ ein. Maria folgt ihm dabei getreu. Maria Zanders schloss sich gewissermaßen dem an, aber sie war ihm insofern doch überlegen in ihrer Haltung, als sie sagte, ich muss mir ja zumindest die Komponisten anhören, sonst kann ich sie nicht beurteilen. Und das hat sie auch gemacht. Maria Zanders besucht 1872 eine Aufführung von Wagners Meistersingern und schreibt daraufhin an Bruch. Ich war krank von den Meistersingern. Ich mag nichts mehr davon hören, werde mich auch allen Disputierens darüber enthalten, aber mit ihnen muss ich mich aussprechen. Ich ergrimme mich mehr über die Sache, als Wagner verdient. Ich bin in höchstem Grade aufgeregt und Beckmesser verfolgt mich bis in den tiefsten Traum. Berlin Friedenau. Der Stadtteil gehört heute zum Westberliner Bezirk Schöneberg. Etwas versteckt in einer Seitenstraße das Haus Albestraße 3. Heute ein Neubau. 1890 bezieht die Familie Bruch hier das Obergeschoss. Bruch ahnt nicht, dass es sein letztes Heim werden sollte. Hier bleibt er 30 Jahre, bis zu seinem Tod. Schon mit dem Wegzug aus dem Rheinland setzt eine umfangreiche Korrespondenz mit Maria Zanders ein. Beide benutzen dabei das distanzierte Sie und sprechen sich mit nordischen Fantasienamen an. Mein treuer Bele, so leitet Bruch seine Briefe an Maria ein und schließt, euer Thorsten. Die beiden männlichen Pseudonyme Bele und Thorsten stehen für innigste geistige Nähe zwischen den beiden, ebenso wie für respektvolle äußere Distanz.
Schauplatz Altenberg im Bergischen Land. Der mittelalterliche gotische Dom, auch oft der Bergische Dom genannt, war zwar nach der Säkularisation wieder notdürftig aufgebaut worden, Maria Zanders genügt jedoch dessen Bauzustand bei weitem nicht, denn sie wünscht ihn sich als würdigen Rahmen unter anderem für die Auftritte ihres Cäzilienchores. So gründet sie den Altenberger Domverein. Der Verein existiert noch heute und spielt eine unschätzbare Rolle bei der Erhaltung und Sanierung des Domes. 1897 gilt es, ein großes Jubiläum zu feiern, den 100. Geburtstag des verstorbenen Kaisers Wilhelm I. Maria Zanders hat sich zum Ziel gesetzt, zu diesem Anlass das Westfenster des Domes restaurieren zu lassen. Dieses Fenster aus dem Jahre 1400 ist das größte Kirchenfenster nördlich der Alpen. Die Restaurierung kostet Unsummen, die Maria Zanders durch unendliche Mühen, unter anderem durch die Einrichtung einer eigenen Lotterie, aufbringt. Maria komponiert eigens ein Lied zu Ehren des Kaisers. Und es ist selbstverständlich, dass Max Bruch diese Komposition vorher noch einmal überarbeitet. So entsteht ein eigenes Kaiser-Wilhelm-Lied zum 22. März 1897. Bruch ändert seinen Kompositionsstil im Laufe seines Lebens nicht. Und so verliert er gegenüber seinem ewigen Widersacher Brahms, der letztlich der weitaus berühmtere wird. Zum Verhältnis Brahms und Bruch würde ich gerne zwei Dinge sagen. Vor allem Brahms riskierte etwas, Bruch nicht. Da war ein großer Unterschied in Musik, in Harmonie, insbesondere der Struktur und Originalität. Bruch hat ständig zwischen 1865 und 1880 komponiert. Diese 15 Jahre waren seine besten. Und 1920 komponierte er noch im selben Stil wie 40 Jahre vorher. Maria Zanders stirbt 1904. Max Bruch ist von der Todesnachricht tief betroffen, hält aber weiter engen Kontakt mit Marias Kindern. Seine Sehnsucht ist immer wieder das Bergische Land. Und so schreibt er seinem Sohn während des Ersten Weltkrieges über den Igeler Hof: Ist das nicht ein besonders liebes, anmutiges, friedevolles Fleckchen Erde, deutscher Erde? Ich wäre der glücklichste Mensch, wenn ich noch einmal im Leben dort wohnen und arbeiten könnte. Aber mein elendes Übel macht alles unmöglich. Meine Sehnsucht nach Gladbach und dem Igeler Hof ist oft geradezu krankhaft und ich weine innerlich blutige Tränen, dass ich nicht mehr dahin kann. Bruch ist 82 Jahre alt und hinfällig und nachdem seine geliebte Frau Clara, es war eine gute Ehe, bereits ein Jahr vor ihm auf dem alten St. Matthäus-Friedhof in Berlin-Schöneberg begraben wurde, folgt er ihr im Oktober 1920 nach. Einsam, verbittert. Musik ist die Sprache Gottes, lässt seine Schwester später auf den gemeinsamen Grabstein einmeißeln. Steine finden sich darauf, jemand hat sie dort abgelegt. Es ist ein jüdischer Brauch, viele hielten Bruch für einen Juden, aber das war er nicht. Es ist dies ein Missverständnis. Im Dritten Reich wurde seine Musik daher sogar verboten. Das mag auch einer der Gründe sein, weshalb heute viele seiner Werke vergessen sind. Umso mehr lohnt es sich, seine herrliche Musik wieder hervorzuholen. Ich denke, seine Bedeutung spiegelt sich schon wieder in dem Echo, das er hat. Man kann ihn einfach nicht in dieselbe Reihe stellen wie Komponisten wie Beethoven, wie Brahms, wie Wagner. Aber man kann ihn in eine respektable zweite Reihe stellen und das spiegelt sich auch in seiner Rezeption wieder. Bergisch Gladbach, Maria Zanders und Max Bruch. Mit einem entsprechenden Musikfestival wurde hier ein bedeutender Akzent gesetzt.